Und damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir haben in der letzten Folge unsere Lily Rider erstellt und sind jetzt fertig. Und deswegen würde ich mal sagen, wir bestätigen das Ganze und gucken nochmal eben. Ja, weiblich, individuell, klar, Anführer, Lily Rider. Zwillingen sieht standardmäßig aus und die Vergangenheit, da waren wir ein weiblicher Shepard, das ist richtig. Und deswegen bestätigen wir das Ganze und starten das Spiel jetzt endlich. Okay. Schwierigkeitsgrad können wir uns hier noch aussuchen. Okay, hier so mehr Geschichte, weniger Kampf. Oh Gott, Extrem oder Wahnsinn? Ja, das mache ich ganz bestimmt. Dann brauche ich gar nicht erst anfangen. ja, normalerweise spiele ich immer alles auf leicht. aber ja, wir haben ja die ersten drei Teile auch schon gespielt und haben dann laut diesem Teil Erfahrung mit Shootern und Rollenspielen. Deswegen normale Kampferfahrung von Mass Effect. Wir nehmen einfach jetzt mal normal. Ich eskaliere heute mal richtig hart und nehme mal nicht leicht, sondern normal. Und wir werden das Spiel dann einfach mal starten. Okay, welche Daten werden neu exportiert? Und dann geht's auch los. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. Ich habe 600 Jahre langsam angehen lassen.
Ryder, Aufklärungsexpertin, Pathfinder Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihr nicht erstmal einen Kaffee holen? Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? So, und damit noch einmal herzlich willkommen im Mass Effect Andromeda-Universum. Wir sind jetzt ins Spiel gestartet und sind erstmal aufgewacht. So, die Wahl des Tons hilft, Ryders Persönlichkeit zu definieren. Emotional, logisch, zwanglos oder professionell können wir werden. Ja, so wie ich mich kenne, wird das Ganze wahrscheinlich wieder auf emotional hinauslaufen. Kann auch sein, dass ich manchmal vielleicht mal schweige oder so, weil ich dann gerade ergriffen bin vom Spiel. Ich versuche halt, es trotzdem alles persönlich wie ein Schwamm in mich aufzusaugen. Aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen ungewohnt, dass ich jetzt diesmal Let's Playe, weil ich die anderen Teile, wie gesagt, immer so persönlich für mich gespielt habe. Aber ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es wird. Und ja, bisher finde ich die Atmosphäre auf jeden Fall schon mal sehr messeffektig und man hat das Gefühl, man ist direkt wieder in diesem Universum drin. Die ganzen Effekte und die Optik, die Geräusche, alles erinnert einen wirklich an Mass Effect. Und ich vermisse meine Shepard, habe ich das schon mal erwähnt? Ich vermisse sie wirklich. Aber ja, jetzt sind wir auf jeden Fall Lady Ryder und ich bin gespannt, wo uns unsere Reise so hinführen wird. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, was diese wundervolle Asari zu uns gesagt hat. Wir nehmen einfach mal. Achso, so können wir das jetzt auch sehen. Das wäre jetzt zwanglos. Und das wäre jetzt professionell. Sind wir heute mal professionell? Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich sie entlasse. Testen wir ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Ich wollte nur mal kurz anmerken, was habe ich mit ihren Augen getan? Irgendwie sind die jetzt blau und außenrum grün. Naja, okay, macht aber nichts. Ich merke jetzt schon, was diesen negativen Kritikpunkt bei den Gesichtszügen anbelangt. Sieht jetzt wirklich nicht so schön aus, wenn man das gerade mit dem zweiten und dritten Mass Effect Teil vergleicht. Aber ja, ich sag mir immer, Hauptsache, die Story ist toll. Und gerade die fand ich bisher bei den Mass Effect Teilen immer besonders gut. Und deswegen hoffe ich, dass die hier auch gut sein wird. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ja, wir haben also ein Implantat. Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen, theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Und ich wollte übrigens nochmal anmerken, irgendwie gefällt mir Ihre Stimme nicht. Ich weiß nicht, ich bin immer so ein Stimmenmensch. Und die Stimme von der weiblichen Commander Shepard damals fand ich total toll.
Ich liebe ihre Stimme einfach. Sie passte auch perfekt zu ihr. Und ja, ich fand sie einfach toll. Diese Stimme jetzt von Ryder finde ich, naja, nicht ganz so toll, aber man wird sich schon dran gewöhnen können. Und die gute Dame heißt anscheinend Lexi. Das macht mich jetzt gerade traurig, weil ich im Moment Grey's Anatomy gucke und wer die Serie kennt, weiß, warum ich wegen dem Namen Lexi traurig bin. So, ich bin auf jeden Fall... Achso, hier sind jetzt so Pfeile. Ich bin auf jeden Fall schon voller Tatendrang. Ich kann loslegen. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Tja, ich brauche einfach nur meinen Kaffee. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihren Bruder aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Oh. Das sieht auch nicht gut aus. Mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir können schweben. Auf der Kryostation ist die Schwerkraft ausgefallen. Oh, pass auf die Spritze auf! Ich bin so gut wie drin. Halten Sie durch! Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Geht allen gut? Ich denke schon. Was ist passiert? Wissen wir nicht. Die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wie... Wir haben hier ein Problem. Oh. Bei Scott Ryder. Natürlich. Was ist natürlich bei dem Bruder. Bei wem auch sonst? Okay, also... Mit Alt können wir immer wieder den Blick fokussieren. Egal, wo wir gerade hingucken. Verstehe. Schauen wir uns das mal an, ob es ihm gut geht. Ich führe gerade eine Diagnose durch. Ryder, geht es meinem Bruder gut? Scott ist okay. Seine Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Scotts Implantat wurde unterbrochen, aber sein Puls, seine Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir ihn noch eine Weile im Koma und lassen seinen Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wieder erlangen. Er kommt wieder in Ordnung. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Ach Mensch, der arme Bruder. Wir lassen vorerst alles, wie es ist. Ich will eine rund um die Uhr überwachen. Wir wissen nicht, ob die Stase noch uneingeschränkt besteht. Können wir nochmal mit ihr reden? Hallo? Okay, ich glaube, sie hat keinen Bock auf uns. Das sieht voll schön aus. Hallo, ich bin Gian Garth. Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Ja, ich bin sehr froh, dass wir angekommen sind. Das ist schon mal sehr schön. Dann, ja, hören wir uns das mal alles hier ein bisschen an. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist die Arche Hyperion mit der menschlichen Population an Bord. Die salarianische Arche Passero ist im Jahr 2185 aufgebrochen. Im selben Jahr haben auch das Schiff der Asari, die Arche Lucinia sowie die turianische Arche Nathanus die Reise angetreten. Okay, interessant. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit.
Vorbehaltlich der finalen Einschätzung des Pathfinder-Teams wurde Habitat 7 als wahrscheinlichster Kandidat für eine Kolonisierung ausgewählt. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob das alles so klappt, wie sie sich das vorstellen und wie diese neue Welt dann so wird. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Der derzeitige Pathfinder der Arche Hyperion ist Alec Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt, Specialist Ryder. Alec Ryder? Ist das jetzt mein Vater oder so? Mal schauen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios-Cluster eingetroffen. Weitere Missionsdetails sind aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Als Aufklärungsexpertin ist es ihre Aufgabe, die Einschätzung goldener Welten durch Erkundung, Kartierung und wissenschaftliche Analysen zu unterstützen. Ihr derzeitiger Befehl lautet, sich auf der Kommandobrücke zum Dienst zu melden. Ich hätte übrigens total Lust, selber so ein Pathfinder zu sein. Das wäre irgendwie total mein Ding. Aber so weit sind wir ja leider noch nicht. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentraler Anlaufstelle. Die derzeitige Position der Nexus ist unbekannt. Der Status der Außenposten ist unbekannt. Okay. Ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Ich halte es für wichtig, dass wir einen Moment innehalten und über die Prinzipien reflektieren, die uns alle zusammengebracht haben. Am Anfang stand die Vision einer besseren Zukunft. Einer Zukunft, die Sie formen. Das Leben in Andromeda kann alles sein, von dem wir je zu träumen wagen. Und ich bin stolz darauf, dabei helfen zu können, dass diese Träume wahr werden. Schreiben Sie mir ruhig mal. Ich würde gerne erfahren, wie wir vorankommen. Oh ja, ich auch. Und ich finde es interessant, dass Sie tatsächlich einen Moment innegehalten haben. So, da haben wir uns erstmal alles angehört. Dann sehen wir, glaube ich, wirklich nicht mehr mit uns reden. Nee. Oh Mann, ich hoffe echt, mein Bruder überlebt das da irgendwie. Wird ja am liebsten schon wieder überall hinrennen, nur nicht dahin, wo ich hin soll. Ja, wir können ja mal schnell so ein bisschen schauen. Hier wachen noch ein paar Leute auf. Die Gravitation hatte einen kleinen Schluck auf. Ja, so kann man es auch nennen. Welche Zeit ist es? Sie haben 600 Jahre geschlafen. Wir sind in Andromeda. Es hat geklappt. Im Großen und Ganzen ja. Wie fühlen Sie sich? Als hätte ich den übelsten Kater der Welt. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, also ich höre mir auch immer alles an. Und nehmen wir mal alles mit, was geht. Sie werden im Pathfinder-Missionsteam gebraucht. Wir müssen sie startbereit machen. So schnell? Hat wahrscheinlich was mit dem Gravitationsausfall zu tun. Also es kann sein, dass das Let's Play auch ein bisschen lange werden wird. Aha. Aber ich möchte wirklich jedes kleinste Detail mitnehmen, soweit es geht. Und deswegen, ja, könnte es manchmal schon so ein bisschen dauern, bis man dann mal vorankommt. Das war, ich weiß gar nicht, ob uns das was bringt. Wie meinen Sie das? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich geträumt hätte oder so. Gerade eben habe ich mich in der Milchstraße schlafen gelegt und jetzt... Jetzt sind Sie 2 Millionen Lichtjahre von dort entfernt. Ja, es ist schon heftig. Wir sind wirklich so weit geflogen? Ja, sind wir. Willkommen in Andromeda. Wow, man kann das kaum glauben, dass sie so einen langen Weg hinter sich gebracht haben. Wir fangen mal mit flüssigen Proteinen an. Keine Pfannkuchen? Oh ja, Pfannkuchen wär's. Der Apparat hat über 600 Jahre lang keine feste Nahrung verarbeitet. Wir müssen es langsam angehen. Okay. Mann, wie das schon klingt. 600 Jahre. Ja, und komplett ohne Pfannkuchen. Wie wär's mit flüssigen Pfannkuchen? Oh Mann. Tut mir leid. Das Zeug ist breich und milchig. Schmeckt wie Kleister. Also Trinkgeld gibt's dafür keins.
Ja, das klingt schon echt heftig. 600 Jahre, das ist so eine verdammt lange Zeit schon. Oh, was haben wir hier? Ein Glück, dass da niemand drin war. Maschinenraum, hier Kryostation. Eine der Kapseln hier wurde beschädigt, als die Schwerkraft ausgefallen ist. Sie sollten vielleicht jemanden herschicken. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, hier geht, glaube ich, nichts mehr. Und ich frage mich ja, können wir ins Logbuch gucken? Ja, können wir. Und einen Codex haben wir auch. Treffen Sie sich auf der Brücke der Hyperion mit Ihrem Vater, dem Pathfinder. Hab ich mir doch gedacht, dass das mein Vater ist. Na gut, viel mehr anderes hätte es auch nicht mehr sein können. Und optional nach Ihrem Bruder sehen. Das heißt, wir hätten das theoretisch nicht machen müssen. Wir hätten auch direkt auf die Brücke zum Vater gehen können. Aber wie gesagt, ich versuche möglichst alles mitzunehmen und ja, deswegen haben wir das natürlich auch gemacht. Ich gucke mich hier gerade nur so ein bisschen um, was es hier alles noch so gibt. Okay, wir sind natürlich Stufe 1. 4 von 50 Objekten können wir tragen. Okay, hier haben wir auch noch mehr ein paar Dinge zu erkunden. 100 Credits haben wir. Und Nexus Stufe 1, okay. Nexus Stufen gibt es auch. Was bedeutet verfolgen ein aus? Achso, wahrscheinlich kann man das irgendwie sich markieren. Oh Gott. Hier sind Missionen. Ist das jetzt das gleiche wie der Codex? Nee, ne? Aha, verstehe. Loyalitätsmission gibt es anscheinend auch. Okay, also das sind immer diese anscheinend für das Überleben. Okay, man muss da zweimal drauf gehen anscheinend. Hier ist gerade nichts. Okay. Aber hier müsste ja dann... Nee, ist auch noch nichts drin. Zusätzliche Aufgaben haben wir jetzt auch gerade nichts. Es ist noch so ein bisschen verwirrend hier, das Menü. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ansonsten, unser Inventar ist leer anscheinend, obwohl wir 4 von 50 Objekten haben, aber das ist dann wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Ja, wir könnten jetzt natürlich auch diesen ganzen Codex noch lesen. So viel ist es ja eigentlich auch noch nicht. Ja, vielleicht lese ich das einfach. Oh Gott, ist es doch ein bisschen mehr. Okay, also wir haben einmal... Die Andromeda-Initiative. Die Initiative entstand durch die Bemühungen tausender Mitglieder, die viele Jahre und unzählige Ressourcen investiert haben, um die Andromeda-Galaxie zu erreichen. Sie umfasst die Personen, Orte und Organisationen, die die Mission des Pathfinders ermöglicht haben. So, bekannte Kontakte. Dossiers über Freunde, Verbündete und Kontakte von Pathfinder Rider im Helios-Cluster. Und auch das können wir nochmal anklicken. Da haben wir die künstliche Intelligenz Sam, aber alles vorzulesen wäre jetzt doch wirklich sehr lang. Dann haben wir natürlich unseren Zwillingsbruder. Oh, wurde auf der Zitadell-Raumstation geboren, sehe ich hier gerade. Das finde ich toll. Also, vielleicht würde ich mir das irgendwann mal alles so in Ruhe durchlesen, aber fürs Let's Play würde ich sagen, ist das doch alles ein bisschen sehr lang. Es ist, ja... Es ist definitiv zu viel, um das jetzt hier alles im Let's Play vorzulesen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm für euch, wenn ich das nicht vorlese alles. So, auf die Karte können wir auch gucken. Oh. Können auch Dinge markieren anscheinend. Uns Wegpunkte setzen. Verstehe. Okay. Ja, wir sollen auf jeden Fall hier auf die Brücke gehen. Ach so, hier kommen wir wieder zum Codex. Hier ist das Logbuch. Hier haben wir die Karte. Das ist noch nicht verfügbar. Okay. Hier können wir später dann wahrscheinlich leveln. Beziehungsweise ja, Fähigkeiten einstellen. Und mit den Punkten können wir bestimmt dann alles so ein bisschen aufwerten. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Auch das ist nicht verfügbar. Okay. Speichern tut er anscheinend automatisch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da man hier nur das Spiel laden kann.
interessant finde ich, dass man jetzt hier direkt zum Multiplayer-Modus springen könnte, wenn man da einfach Lust drauf hat, ohne dass man direkt ins Menü wieder gehen muss. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. So. Dann gucken wir uns mal ein bisschen weiter um. Können wir eigentlich sprinten? Ja, wir können auch ein bisschen schneller laufen hier. In die Steuerung muss ich sowieso erstmal noch reinkommen. Und was mich ja interessieren würde... Okay, wir können auf M die Karte öffnen. Ich würde ehrlich gesagt gerne... Können wir Tastatureinstellungen machen? Tastenzuordnung. Oh, zu Fuß Nomad Galaxy Karte. Also hier gibt es wirklich wieder einiges, was wir einstellen können. Scanner. Scanner ist bestimmt auch für später noch sehr praktisch und wichtig. Okay, aber hier können wir auch den Scan damit der Maus das ausführen. Ich suche aber eigentlich gerade die Karte und das Logbuch. So, das Logbuch, falls ich mal nicht weiß, was ich tun soll, würde ich sagen, legen wir mal hier auf die Maus und die Karte legen wir hier. Beziehungsweise habe ich das nicht sogar mal andersrum? Ich überlege gerade, weil bei Dragon Age habe ich diese beiden Sachen immer auf der Maus gehabt. Ich überlege nur gerade, was ich wo hatte. Ich glaube, ich hatte es tatsächlich sogar andersrum. So. Ne, so haben wir das Logbuch. Okay, wir können es nicht mit der gleichen Taste wieder schließen. Das ist schon mal ein bisschen blöd. Und so hätten wir die Karte. Auch die lässt sich nicht wieder mit der Maustaste schließen. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich sehe gerade, diese gute Dame hier hat fast die Frisur und Haarfarbe von meiner Shepard. Naja, fast. Hier ist noch ein Datenpad, was ich fast übersehen hätte. Nachricht von Captain Dunn. Achtung, Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze. Captain Dunn. Ja, 2819. Wow. Mal ebenso etwas über 800 Jahre mehr, als wir jetzt haben. Tja, ziemlich interessant. Und ja, sie haben wirklich Glück, dass sie da aufgewacht sind, wo sie sein sollten. Es hätte ja auch immer schief gehen können, dass sie jetzt quasi ganz woanders wären. Den können wir auch reden. Träume ich noch oder stand die Welt gerade wirklich auf dem Kopf? Sie haben sich deine üble Beule eingefangen. Lassen Sie mal sehen. Wir sind gerade mal 5 Minuten in Andromeda und hatten schon unseren ersten Unfall. Dachten Sie, etwas würde leicht werden? Nein, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir schon vor der Landung Narben davontragen. Ja, da kann ich ihn verstehen. Das ist natürlich echt ein bisschen blöd gelaufen hier. Der Gravitationsverlust bedeutet, dass irgendetwas die Generatoren zum Ausfall gebracht hat. Und was? Etwas Großes. Diese Generatoren sind extrem entlastet. Es braucht schon einiges, um sie zu überlassen. Nur gut, dass seit 600 Jahren niemand mehr etwas gegessen hat. Wenn es nichts Erbrochenes um die Ohren geflogen. Da hat er recht. Und ich sehe gerade, hier ist auch nochmal ein Datenpad. Nachricht von Jean Garçon. Hallo Reisender und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperion verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Jean Garçon, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ach sie, ja. Hoffe ich doch mal, dass sich das gelohnt hat. Das werden wir dann sehen. Nein, ich soll einfach nur dafür sorgen, dass die Shuttles startklar sind. Okay. Mit ihr können wir auch nicht mehr reden.
Oh Mann, überall reden alle. Von der Erde. Ich bin aus den Kolonien. Oh. Eden Prime. Eden Prime. Sie hatten ein paar Probleme, nicht wahr? Es kam sogar zu Kämpfen. Ja, ich habe dabei Freunde verloren. Ich fand es halt Zeit für einen Neuanfang. Na dann, willkommen in Ihrem neuen Leben. Man kann tatsächlich eigentlich den ganzen Tag hier so rumstehen und einfach nur den Gesprächen lauschen. Da finden auch immer wieder neue statt. Aber ich denke, wir haben jetzt hier genug gehört. Und in der nächsten Folge werden wir dann endlich mal auf die Kommandobrücke gehen und schauen, was unser Vater uns so Schönes zu berichten hat. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!